Moin Moin, herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einer neuen Runde Let's Play Alice 17 auf der nordfriesischen Marshmap in der Map-Version 2.9. Mann, die letzten Tage waren auf jeden Fall ereignisreich. Danke, danke für eure zahlreichen Kommentare. Wie ich ja schon erwähnt hatte, ich werde es nicht schaffen, auf alle Kommentare einzugehen. Das war einfach zu viel sozusagen, aber ja, fühle mich erschlagen sozusagen von eurer Anzahl. Aber freut mich natürlich, heißt, die neue Map-Version kommt wieder ganz gut an. Der Geldzählbereich sieht nochmal ein bisschen anders aus. Gestern Abend noch mal ein bisschen Zeit gehabt, auch mich hier vorne ranzusetzen. Ihr kennt es ja schon, der Hofladen hat jetzt die Trigger sozusagen einfach hier beim Lichtschalter. Ich habe es jetzt nicht deutlich markiert, schaffe ich jetzt nicht mehr. Müsste ihr aber auch so sehen, einfach hier vorne hinlaufen zum Lichtschalter, linke Maustaste. Und die Tore gehen auf und zu, auf und zu, auf und zu. Was seht ihr? Einen leeren Hofladen. Ja, na toll. Ich habe noch einiges geändert in der Beschriftung und daher leider ist in meiner Savegame-Datei das nicht mehr da. Das ist kein allgemeiner Fehler, also keine Sorge, Leute. Ja, ist einfach blöd. Wir müssen unseren Laden wieder auffüllen. Was gibt es noch Neues für Map-Version 2.9? Erstmal, wie gesagt, nochmal die ganzen Kommentare. Wahnsinn, Leute. Danke, danke, danke. Freut mich echt, dass die Map so gut ankommt. Morgen ist soweit, ihr könnt sie auch zocken. Bis dahin bleibt mir noch so ein klein bisschen Zeit zum Testen, denn na, lohnt sich fast. Ne, hier unten Palettenlager hat Platz gekriegt für die Pellets-Paletten. Ja, ich habe es geschafft. Hier hinten war ja noch ein Lagerabteil frei neben den Leerpaletten. Das sind jetzt Pellets, die spawnen hier vorne sozusagen, wenn ihr sie wieder raus haben wollt. Das Ganze, ja, wäre eigentlich eine Sache, die wir heute Abend im Laufe des Aufnahmesession nochmal testen sollten. Ich will mal kurz mal erstmal aber den. Ist da der Strohsammler? Ne, ist nicht der Strohsammler. Wo ist der Strohsammler? Körnermais sollte hier funktionieren. Habe ich mir nochmal angeguckt. Der Strohsammler steht hier. Kann aber immer noch nichts abkippen, weil die Tiere eben immer noch viel zu viel haben. Komisch. Liegt natürlich an dem ganzen Stroh, was da ist. Einen weiteren hatten wir nicht, ne? Dann müssen wir, glaube ich, noch hier vorne die Ballen wegsammeln. Genau. Das wäre nochmal eine Sache, die wir schnell erledigen könnten. Denn richtig, die Tiere brauchen, glaube ich, irgendwie Wasser. Ja. Nicht mehr lange. Wir müssen auch den Wasserfahrer mal wieder losschicken. Und die Tiere sollen ja nicht verdursten. So, versuchen wir das hier vorne mit dem Körnermais nochmal. Vielleicht liegt es eben an dem Trailer. Ich habe die Trigger nochmal ein bisschen vergrößert, aber es kann halt auch an dem Anhänger liegen, dass es nicht so richtig funktioniert. Wir müssen genau darauf achten, wann das Abkimp-Symbol kommt. Vielleicht kommt es auch gar nicht. Dann würde ich das Körnermais erstmal. Und da ist er doch. Oh Gott, sonst hätte ich den Körnermais jetzt erstmal eingelagert. Wäre ja auch nicht so wild gewesen. So, Schweinefutterproduktion kann somit wieder starten. Hat alles, was sie braucht. Wir haben recht viel Dünger, ne? Dünger könnte man ja auch ganz gut verkaufen eigentlich. 68.000 Dünger. Das bricht richtig Asche. Wir bräuchten hier mal wieder ein bisschen Gülle. Ja, wo wir gerade mit dem Großen hier sind, ne? Machen wir mal schnell mal ein bisschen Dünger hier rein. Kann man bei der Reifeisen verkaufen. So, das dauert eine ganze Weile, natürlich. Ja, und dann will ich eigentlich mit euch den Hofladen wieder voll machen. Was ist ja blöd sonst. Macht sowieso Sinn, weil wir den hier brauchen zum Beispiel Ballen sammeln. Dann lass uns da doch mal gleich ein bisschen Obst und Gemüse schon mal wieder mitnehmen zumindest. Blumenkohl hatten wir noch ganz gut da, ne? Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt so viel. Salat, okay. Tomaten. Wir brauchten auch eher Obst. Ich glaube, Gemüse hatten wir sowieso ein bisschen auf Vorrat. Deswegen ist auch Gemüse noch da. Ja, passt schon. Der braucht noch nicht losgeschickt werden. Steht nur ein ganz bisschen im Weg. Haben wir einen Überführungskurs?
Hof zur Brennerei, Hof Melken, Brauerei, Zuckerfabrik, Hof Komposter, aber kein Hof. Ne. Und stimmt, liebe Leute, ich muss bald mal ein paar Ordner anlegen, ne? Map-Version natürlich gibt es ab Freitag, sprich morgen Nachmittag, denke ich, ist irgendwann beim Mod-Hoster oder auf meiner Homepage verfügbar. Mal schauen, wie alles so läuft. Eigentlich müssen wir jetzt gleich nochmal zurück die Pellets holen. Ein paar Paletten waren ja schon am Start. So, ihr habt ja genug Platz für diejenigen, die meinen, sozusagen auf der Straße abladen ist blöd. Ja, stellt sie doch hier neben. Mach jetzt auch. X. Möglichst nah ranfahren. Abladen, stoppen. Sagen, wohin damit. Und stell es hier hin. Da steht das auch ganz gut. Steht nicht auf der Straße. Man kann ein bisschen was wegnehmen. Wir sehen aber, an Gemüse haben wir tatsächlich von allen ein bisschen was da. Wir brauchen Obst. Ich habe den aber nicht geholt, um Obst zu holen, eigentlich in erster Linie, aber machen wir, oder? Ich will den Hofladen wieder voll kriegen. Kurzerhand umentschieden. Fahren wir mit dem eine kleine Runde Innenansicht für diejenigen, Hashtag Innenansicht, Zuschauer. Boah, ist dreckig, ne? Aber nützt nix. Mit dem fahren wir jetzt einmal rüber zur Obstfarm. Ein paar Paletten waren da ja, meine ich noch. Die holen wir uns schnell, schmeißen sie rein. Dann funktioniert auch der Hofladen wieder komplett. Und dann holen wir die Pellets, Paletten. Machen da gleich einen Überführungskurs, denke ich, von Pellets. Oh ne, da haben wir ja einen noch, oder? Haben wir? Ne, haben wir nicht. Aber können wir nutzen dann. Na, wie viel Geld kriegen wir wohl durch den Dünger? Ne? Das sind 70.000 Dünger. Ich überlege ja immer noch, wie kommen wir zu diesen 3,5 Millionen, damit wir bei der Brauerei uns das Feld gönnen können. Und da abwechselnd Weizen, Gerste oder Hopfen sehen. Und die Brauerei somit, ja, die ganze Zeit ausreichend produzieren kann. Fendt im Sonderangebot. No. Aber wir haben aktuell kein Geld für neue Traktoren, nützt ja nichts. Wir müssen sparen, sparen, sparen. Für Felder. Nervt doch ein bisschen, dass wir mit dem Stroh so nicht vorankommen, ne? Ich wollte es doch eigentlich noch, echt noch testen. Vor Freitag. Und heute ist die letzte Aufnahmesession sozusagen vor Freitag. Also alles, was heute nicht getestet wird, ist im Zweifel in der nächsten Version nicht richtig. Obwohl, so viele Sachen gibt es ja eigentlich nicht, die nicht richtig sind. So, guck mal hier. Da gibt es immerhin jeweils zwei volle Paletten. Sorry. So, nochmal zwei. Da haben wir auch die angebrochene genommen, da auch. Egal. Passt schon. Auf geht's. Zück. Zurück fahren wir dann hier rum. Ups. Sollte nicht gerade unbedingt in der Kurve von Innenansicht außen und außen nach innen wechseln. Ja, dann brauchen wir Grasballen bald, ne? Für die Schafe und sowas brauchten wir das. Und ja, das reicht erstmal. Erstmal ein bisschen hin und her Kutscherei heute. Muss ja auch mal sein. Kann ja noch mal ein bisschen erzählen, eure Kommentare, ne? Danke immer noch mal. Danke, danke, danke. Schon mal erwähnt. Also, das habt ihr alles Schönes geschrieben, was wir jetzt gerade... Ich habe natürlich alles gelesen, also keine Sorge, sozusagen, wenn ich nicht darauf geantwortet habe. Ich habe alle Kommentare gelesen, logischerweise. Natürlich überwiegend positives Feedback. Wieder ein paar neue Verbesserungsvorschläge oder Einbauvorschläge.
immer alles sehr kreativ, auch von euch, liebe Leute. Aber mir fehlt so ein bisschen die Zeit, das alles umzusetzen, weil viele haben noch Sonderwünsche oder wünschen sich das. Der eine wünscht sich das und der andere wünscht sich das. Und das ist immer schwierig sozusagen, immer zu sehen, was baue ich als nächstes ein. Ich baue ja auch immer so ein bisschen ein zum Thema, was macht mir Spaß, wo habe ich gerade Bock drauf. Und das war eben dieses Thema Hofladen und Pellets. Deswegen habe ich das denn jetzt in den letzten Tagen da vorangetrieben, das Ganze. Es gibt noch so viele andere Sachen, die man gut einbauen könnte. Die ich auch noch bestimmt einbauen will mit der Zeit. Aber das ist genau das Thema, dafür braucht man Zeit. Und so viel Zeit habe ich leider nicht, alles einzubauen, was man einbauen könnte. Ach stimmt, jetzt habe ich wieder... Ja, das wollte ich nicht, ne? Egal. Das geht ganz schnell. Wir holen uns das Obst hier einmal rein, schnell. Dann ist es nämlich weg von der Straße. Nicht, dass die Beschwerden kommen. Obst steht auf der Straße. Apfel, Pflaume. So. 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 Apropos Geldtransport, aber auch ein Kommentar, habe ich jetzt noch nicht geguckt, ob es irgendwie einen guten Transporter gibt, wo man hinten die Klappen aufmachen kann. Oh, das ist hier ja, ist ja auch der Rotkohl hier. Hier ist nochmal Pflaume. So, überall ein bisschen was in den Regalen. Die Geldkassetten spawnen. Da gibt es nochmal eine kleine Neuigkeit. Ich nehme mal eine mit. Bring die mal hier rüber. Hat es ja eingangs gezeigt am Anfang. Ja. Los. Morgen Abend natürlich schon mal wieder das Livestream. Sofern denn Leute da sind, kann natürlich auch sein, dass viele Leute auf der Gamescom sind. Mal gespannt. Ein paar Zuschauer auch auf der Gamescom sind. Gerne mal einen Kommentar dazu hinterlassen. Geldkassette hier einfach hier hinbringen. Denn ist er hier sozusagen, wird gezählt und hier spawnt obendrauf eine neue. Sollte zumindest. Oder er kennt die noch, weil die noch so nah dran liegt. Das kann natürlich auch sein. Die müsste man mal wegnehmen vielleicht. Die lag ja hier schon. Ja, genau, das ist die. So, das ist einmal umgewandelt. Die können wir jetzt erstmal liegen lassen. Wie gesagt, damit man nicht massig immer an Geldkassetten hat und die nicht irgendwie auf dem Boden rumsteht, dachte ich, mache ich da nochmal lieber einen kleinen Tisch hin. Ist ein bisschen schöner. Jetzt haben wir relativ viel Obst hier. Man kann das hier vorne natürlich ein bisschen in die Ecke stellen. Das kann jeder so gerne machen, wie er denn lustig ist. Ich nehme nochmal jeweils eine Palette mit unserem virtuellen Hubwagen. Guck mal kurz, wie viel haben wir jetzt hier drin? 9.900, da kann noch ein Salat mehr. Da kann auch noch ein Rotkohl mehr. Kann auch noch ein Blumenkohl mehr. Alles, was weg ist, ist ja gut, steht nicht mehr im Weg. Ihr seht auch, ich habe auch die Kollision rausgenommen aus den Türen. Ist nur noch Deko sozusagen. Das war ja echt zu nervig hier mit den Paletten. So, was haben wir noch? Tomaten können noch zwei. Die hatten wir ja auch noch stehen. Hier sind noch lecker frische Tomaten. Ups. Also haben wir den Hofladen wieder bestückt. Oh, was ist das denn? Da sind wir... Oh, die Tomaten liegen im Wasser. Das ist natürlich ärgerlich. Schnell weg damit. Einmal gewaschen schon mal. Frisch im Graben hier, im Moddergraben. Ich komme hier nicht weg. So, sorry. Der steht auch echt... Den haben wir echt bescheuert abgestellt. Den sollte man dann vielleicht tatsächlich auch ein bisschen zur Seite stellen. Macht schon Sinn irgendwo. So, hier haben wir noch so eine angebrochene. Was hatten wir gesagt? Rotkohl noch einer. Nur die ganz äußere hier. So, Tomaten voll, Salat voll, Rotkohl voll und Blumenkohl voll. Und jetzt können wir die natürlich so ein bisschen schöner hier einfach hinten ranstellen. Holen wir uns denn bei Gelegenheit wieder, wenn wir es brauchen. Bis dahin stehen wir ja hier in der Ecke auch nicht wirklich im Weg. Kriegt ja leicht sozusagen 3, 9, 12 Paletten oder so hin, ohne dass sie hier stören. So. Und unser Hofladen arbeitet und arbeitet und arbeitet. Hier müsste schon wieder eine neue Geldkassette gespawnt sein mit
45 Euro. Hier sind schon welche mit 550, 510, 525. Das arbeitet jetzt die ganze Zeit für uns. Dann wollen wir jetzt erstmal die Ballen hier vom Feld wegholen, denn wir wollen auch mal wieder anfangen anzusehen. Eigentlich dachte ich, dass ich in der heutigen Aufnahmesession mal anfangen, die Felder wieder neu anzupflanzen. Wir wählen erstmal schnell mal Quaderballen aus und gehen in Sammelmodus. Das müsste ja gerade so passen. Ja, Dünger verkaufen, stimmt. Wollten gucken, wie viel Geld das bringt, weil noch ist das Feld hinten erntereif. Noch ist nicht alle Hopfen und Malz verloren, sozusagen. Noch ist die Hoffnung nicht. Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Aber dann verballern wir gerade ein bisschen Zeit mit Stroh sammeln. Ich wollte das aber eigentlich auch, weil wir haben gesehen, beim Hof, wir brauchen eigentlich lange noch kein Stroh am Hof, dass wir das auch zur Pelletsfabrik fahren, weil wir sowieso wieder dahin müssen, um Pelletspaletten fürs Zentrallager zu holen, um zu schauen, dass es eben auch funktioniert. Also machen wir uns einmal den Trailer voll, eiern hier so ein bisschen wild übers Feld. 8 Stück noch, sind ein paar mehr. Oh, ich vergesse immer ganz gerne die in den Ecken und man wundert sich nachher, warum liegt denn da noch einer. Ist auch immer blöd, ne? 4 ist das schon die höchste Möglichkeit. Oder nimmt er noch ein paar mehr mit? Ich weiß es gar nicht. Ist er 4 hoch oder 3 hoch? Ist tatsächlich nur 3 hoch. Das war schon. Ist nicht viel. Naja, gut. Auf geht's zur Pelletsfabrik. Und da sehen wir uns dann morgen wieder, liebe Leute. Denn für heute war es das schon wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Danke natürlich wieder für jedes Kommentar, jeden Like, das ihr hinterlasst. Und freue mich dann auch, wenn ich euch morgen am Freitag wieder sehe. Bis dahin und tschüss.